Okay, er will früh aufstehen, dass er Pancakes machen kann. Nach dem Frühstück nimmt das sein liebstes Wölpchen Chibi-Chan zum Park für einen morgendlichen Spaziergang. Dann haben wir Mittagessen und dann einen schicken Kaffee um die... Was? Chick-Kaffee. Achso. Oh, ich weiß nicht, ob das richtig übersetzt ist, weil ich nicht weiß, ob das in dem Zusammenhang wirklich so passt. Aber wir haben Mittagessen in einem Mädels-Café, ne? Um die Füße ein bisschen zu entspannen. Und auf dem Weg zu Hause, nach Hause, mit Do a Little, machen wir ein kleines, Schaufenster-Shoppen. After that I binge on the dramas I've got on my VCR until it's bedtime. Was? VCR? Ist doch ein Videorekorder, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, Dramas. Das klingt ja... genau das wollte ich gerade sagen. Das klingt ja nach einem sehr femininen Tag. Es passt halt auch so zu seiner Mütze, Alter. Boah, keiner Typ. Ja, das hat sich so angehört, als wärst du eine sehr modebewusste junge Frau. Ja, er benimmt sich auch wie eine. Das ist natürlich, sorry. Ja, wir sollten uns entschuldigen. Aber eigentlich hätte Kirill jetzt sagen müssen, aber das ist ein Hooligan. Okay, er ist jetzt am Heulen. Okay, eine Sache ist klar. Du kannst deinen Fans nicht erzählen, wie du deine Freizeit denn so nutzt. Ja, was soll er denn sonst sagen? Was soll er sonst sagen? Fighting all day, hanging with mates, rescuing puppies. Also rescuing puppies würde ich nicht sagen, das passt nicht. Ist zwar meines Erachtens her die beste Antwort von allem hier. Es ist ein bisschen so dieser Hero-Mode. Es ist jetzt aber die Frage, ob der bei der Zielgruppe denn auch gut ankommt. Ja. Aber ich denke mal, das hier wird das Beste sein. Hanging with mates, drink some beer and some shit, ne? Fighting all day, weiß nicht, ob das gut ankommt. Er kann ja nicht beweisen, dass er fighten kann. Rescuing puppies, wie gesagt, ist so dieser Hero, hier, Heldenstatus. Aber ob das bei der Zielgruppe gut ankommt, ist die andere Frage. Verdammt, jetzt musste ich gähnen. Ich würde jetzt mal Hanging with the Mates machen. Having fun with friends. Ist das nicht ziemlich normal? Ja, das stimmt. Punks are people too on their days off. Even they would want to spend it with their friends. Ever notice them squatting together in parking lots? Ja, herumhängen trifft's eher. Nicht einfach nur, ja, ich gehe mit Freunden mal einen Kaffee trinken. Ne? Geht's nicht. Used the wrong word. Mates. Genau, das war ja das, was auch da stand. Die Kollegen, meine Brüder. You hang out with your mates. Actually, you and your mates just shoot the shit with each other. Say that and you'll be fine. Ja, wie gesagt, also das ist so Rescue and Puppies, hätte ich jetzt am sympathischsten gefunden. Aber, naja, es gibt halt Leute, die haben unterschiedliche Denkweisen. So, jetzt kommt noch der letzte. Your bad boy Aku. Was soll ich sagen? Didn't get a topic like Tarashi. Hast du kein Thema? Nö. The agency told him to wing it. He's free to talk about whatever, even though he's
practically mute. Okay. Yun has a backstory, locked up in juvenile reformatories from birth, crushed packs of punks before he even finished preschool. As a man of few words with a crazy backstory, what should he talk about to make him sound hardcore? The time you crushed the gang, a funny recent event, stay silent. Also ich denke mal, er hat eine Backstory, er ist ein Mann der wenigen Worte, was bedeutet, er redet generell nicht viel. Also wäre es ja komisch, wenn er auf einmal anfängt hier zu erzählen, vor allem ein funny recent event. Wäre zwar irgendwie ganz cool, wenn jemand, der immer still ist, der so diese Backstory hat, auf einmal von einem kürzlich passierten lustigen Event reden würde. Also man muss sagen, es wäre halt mega lustig irgendwie. Aber ob er dann halt noch ernst genommen wird, ist die Sache. Deswegen würde ich sagen, er soll silent bleiben. Nee, das glaube ich nicht. Denn er war ja immer frei zu reden über was er will. Und genau, er redet ja nicht viel. Und deswegen würde es ja zu seinem Image passen, nichts zu sagen. Ja, genau. Templixe. Okay. Ja, richtig. Natürlich macht das Sinn. Jo. Ich denke mal, so sollte das ja eigentlich ganz gut sein. Jetzt Klamotten wären noch super, weil diese Mütze da geht gar nicht. Ja, schauen wir uns doch mal das Ergebnis unserer Arbeit an. Und dann bin ich mal gespannt, wie die sich denn so schlagen. Die Yokomichi Silvers. Kiryu sitzt da hinten so. Yo. Okay, scheinen ein sehr kleines Publikum zu haben. Ja, wenn sie nicht reden, sehen sie wie richtige Gangster aus. Okay, jetzt dürfen wir uns erstmal das Konzertchen anhören, oder wie? Die stehen immer noch da wie vorher. Okay, er kann verstehen, warum sie auf die zu der Band aufschauen und sie mögen. Also die Kids und so. Ein paar coole Grüße, wie es aussieht. Lieder. So, jetzt geht's in das Meet and Greet, wo wir den Einfluss drauf hatten. Genau deswegen, da bleibt jetzt der Mythos noch da. Where it gets real, they better pull this off. Okay, das Reden wird jetzt besser. Okay. Das kam gut an. Ich denke mal, das Hello auf Englisch wäre bestimmt auch cool gewesen. Da das ja diesen englischen Einfluss hat, das Ganze. How to rev us up and kick us into top gear. He's totally fucking ace. Okay. Das kam gut an. He love you all, you romantic. Was? Das war. Dieser voll Spocken.
Romantic Rebels. Romantische Rebellen. You punks get my pistons pumping right here under the hood. I love you like my turbo drive. Gut, okay. Ich fand das jetzt eher lustig, als jetzt wirklich ernst. Aber gut. Sleazy Tarashi und Bad Aku as well. First up, Sleazy Tarashi-san. How do you usually spend your days off? Bruh. If I get a day off, I mostly hang out with my mates. We shoot the shit. Ja. Ja, wir hätten ihm vielleicht sagen sollen, was er denn so mit seinen Kollegen macht. Anstatt jetzt zu sagen, dass sie Pancakes machen. Die hätten vielleicht, wäre das andere doch besser gewesen mit dem Fighting All Day. Mit fancy Kaffees und so. Okay. Ja, das wäre besser gewesen, ihm ein bisschen mehr Details mitzugeben. Aber da hatte ich ja gar keinen Einfluss drauf. Bad Boy Aku ist einfach still. Alle sind still. Also, ich muss sagen, ich finde das so am besten, weil das sein Image beinhaltet. Ja, war doch klar, dass das gut ankommt. Also, wie gesagt, das Einzige, was falsch war, war das mit Hangout with your Maze. Aber da konnte ich hier nicht viel machen, weil ich konnte ja nicht sagen, ja, gib mir mehr Informationen. Das Einzige, was es ja im Endeffekt noch zur Auswahl gab, wäre das gewesen mit dem Fighting All Day. Aber da wäre dann auch, wenn dann auch noch eine Frage kommen wäre, das kann ich ja nicht wissen. Ja gut, also sehr gute Ergebnisse. Und wir haben ihnen gezeigt, wie man wirklich ein Hooligan ist und wir haben eine charismatische Autobiografie bekommen. Hard to expand, bla 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 bla. Okay. Ja, wir behalten euch mal im Auge, wenn es geht. Und ich denke mal, wir haben das ganz gut gemacht, haben auch ein Lob bekommen. Sogar von Herr Kitty Cat. Das Rescuing Puppies wäre vielleicht auch gut angekommen. Aber naja, es ist schwierig. Was? People sure have all kinds of challenges to face. Also, Leute haben natürlich sehr viele Probleme, mit denen sie, oder Herausforderungen mit von aller Art, die sie, denen sie die Stirn bieten müssen. Mindestens mal sind diese diligent? Boah. Wüsste ich jetzt so im Kopf gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das übersetze. They should survive the rough road of the entertainment world. Ja, die sollten es überleben, diesen steinigen, schweren Weg durch Unterhaltungsgeschäft zu gehen irgendwie. Gebt nicht auf. Genau. Und damit haben wir eine erneute Substory abgeschlossen von Kiryu. So, jetzt wollten wir doch aber hier eigentlich in den Theater Square, denn hier soll ein Laden sein. Hier soll ein Laden sein, der wohl dem Herrn gehört, den wir checken müssen. Über den wir noch ein bisschen mehr rausfinden müssen. Deshalb müssten wir uns hier mal umschauen.